Hier ist euer kochender Kunsthändler. Und ich zeige euch mal heute, wie man leckere Spaghetti Carbonara macht. Wir brauchen natürlich Spaghetti, 2 Eigelb, Pecorino und Guanciale. Als allererstes brauchen wir natürlich für die Carbonara die Schweinebacke. Ihr nehmt eine Pfanne und nehmt dann einfach eure Guanciale und schmeißt die in die Pfanne. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal den Pecorino reiben. Jetzt müssen wir 2 Eigelb trennen. So, die 2 Eigelb einfach mal schön mit dem Käse vermengen. Ja, dann haben wir hier eine schöne teigige Konsistenz, die man dann jetzt noch nach Belieben vor allen Dingen pfeffern kann. Spaghetti in reichlich salzigem Wasser kochen. So, wenn das Ganze dann so aussieht, den Speck komplett aus der Pfanne nehmen. Spaghetti sind fertig und die einfach in die heiße Pfanne. Dann nehmen wir eine Kelle von dem Nudelwasser und nehmen dann unsere vorbereitete Käsemischung und das dann schön einrühren. Mmh, lecker!